Die Zinsen steigen und die Deutschen sparen wieder klassischer. Das zeigt eine Umfrage aus dem März 2023. Die gut 1000 Befragten sagten mehrheitlich, dass sie vor allem Tagesgeldkonten, Termin- und Festgeldkonten fürs Sparen benutzen. Das Problem? Die Zinsen von Tagesgeldkonten liegen je nach Anbieter zwischen 2 und 3%. Aktuell liegt die Inflationsrate jedoch bei rund 6%. Das merken wir bei jedem Einkauf. Gut also, dass sich auch ETFs und ETC, also weitestgehend fondsbasierte Angebote, im Vergleich zu 2021 steigender Beliebtheit erfreuen. Denn beim Sparen oder bei der Altersvorsorge kann die Inflation langfristig zum echten Problem werden. Gerade bei Sparverträgen sind beispielsweise vorgebundene Versicherungen sinnvoll. Immerhin gelten Aktien durch ihre lange Laufzeit und breite Streuung als Inflationsschutz in der Altersvorsorge.